Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was anderes. Nicht nur, dass mein Gesicht aussieht, als wäre ich direkt frontal auf der Herdplatte gelandet. Nein, ich habe eine Mystery Box von Cosmetic for Less bekommen. Eigentlich hatten wir was anderes gedacht, aber ich habe mir überlegt, hey, es wäre richtig, richtig cool, wenn das Cosmetic for Less Team, was mich ja regelmäßig auch mit meinen Videos unterstützt, mir eine komplette Mystery Box zuschickt mit Produkten, die ich mir selber wahrscheinlich gar nicht aussuchen würde. Haben sie gemacht. Zwei Produkte habe ich mir selber ausgesucht, einfach um zu gucken, okay, funktionieren die? Die haben mich selber interessiert. Wir schminken heute einen Look. Ich habe so viele coole Sachen hier für euch, die ich euch auch alle unten in der Infobox verlinke. Wenn ich einen Code habe, setze ich euch unten auch alles mit dazu. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt in den ersten Tagen der aktuellen neuen wiederkehrenden Situationen ein Ausgleich und falls nicht, schaut alle meine Videos durch. Ich habe genug, damit sollten wir auf jeden Fall bis mindestens 10. Januar durchkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit dabei seid und mich unterstützt. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ich habe alle schon hier einmal zusammengepackt, ohne mich groß damit auseinanderzusetzen. Ich komme mal ein Stückchen näher ran, damit ihr mich auch seht. Es gab zwei Produkte, die ich mir selber ausgesucht habe. Das war einmal die nagelneue Revolution Foundation Conceal and Glow. Die habe ich jetzt 3 Wochen, glaube ich, getestet. Also sie ist auch schon fast leer. Fantastisch. Seht ihr aber gleich. Und ich habe ein Produkt mir ausgesucht, was mich sehr interessiert hat. Und das ist der Onyx Primer von Revolution. Den habe ich noch nicht probiert. Der sieht einmal so aus. Das ist einfach ein schwarzer Primer. Und der sah so cool aus, dass ich mir gedacht habe, den probieren wir aus. Ich liebe solche Videos, wo wir uns einfach so ein bisschen ausprobieren können und schauen können, wie die Sachen funktionieren. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was wir schminken. Aber ich schaue einfach mal, was wir haben. Wir haben den Primer, wir haben die Foundation, wir haben ein Satin Matte, eine Powder Foundation von Revolution. Wir haben, das ist mega gut, das ist von Eveline. Das ist so ein Watermelon Moisturizer fürs Gesicht und für den Körper. Fantastisch im Sommer, ich liebe das, das riecht einfach so, so gut. Wir haben ein Setting Spray, Goddess Glow Fixing Spray. Doch, das habe ich auch schon ausprobiert. Das riecht wie meine Mama, nach Vanille. Oder wie ich im Moment. Dann haben wir, eine Eye Palette. Oh, wow, okay. Dann haben wir hier von Revolution die Ultimate Eye Look Palette. Schaut euch bitte das Packaging an. Wow. Ah, okay, sie ist wunderschön. Allein das Packaging ist fantastisch. Wir haben von, wie heißt es? The Bar, ein Bahama Mama Bronzer und einen Mary Lou Luminizer. Der ist auch richtig gut. Das ist so der Old School Highlighter. Wir haben von Nabla den Skin Glazing Blush Glass Skin Finish Glow Powder. Das ist ein richtig, richtig schöner Blushton. Wir haben einen Augenbrauenstift. Wir haben noch 2 Lidschattenpaletten. Einmal von LA Girl, diese hier. Und von LA Girl, die Break Free Palette. Auch in so richtig schön bärigen Tönen. I see what she did there, Cosmetic for Less. Richtig cool. Einen Augenlidschattenprimer. Der ist so ein Dupe zu dem von MAC. Ich würde als erstes meine Augenbrauen machen. Dazu benutzen wir den Make-up Obsession Brow Pencil in der Farbe Dark Brown. Könnte dunkel sein. Extrem schwer für so ein dünnes Produkt. Wir haben hinten... Oh, okay, er ist sehr dunkel. Das ist ein ganz, ganz dünnes Spitzchen mit einem Bürstchen. Ich bürste hier einmal kurz durch. Ist extrem schwer. Das ist Aluminium oder Stahl. Und damit gehe ich erstmal so ganz leicht durch meine Augenbrauen durch. Der ist halt extrem dunkel. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtiger. Aber funktioniert sehr gut. Ich finde, das Schöne bei Revolution ist ja, dass die Produkte, sag's vorsichtig, inspiriert sind an anderen Original-High-End-Produkten. Aber teilweise sind sie besser als die Originalen. Der war sehr, sehr gut, hat gut Farbe abgegeben. Und die Spitze ist nicht so cremig. Das heißt, sie ist sehr hart und sehr präzise und ihr könnt damit so kleine Härchen reinmalen. Gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr gut. Wo ich sehr gespannt bin, ist hier dieser Eyeshadow Base. Highly Pigmented Cream Eyeshadow with Shimmer. Achso. Das kommt in so einem kleinen Döschen. Ah, okay. Das sind Cream-Lidschatten. Oh, wow. Schaut euch das an. Ich habe hier aber einen Concealer bekommen von LA Girl, diese Pro Concealer. Die sind sehr, sehr gut. Der ist recht hell. Ich bin ja gerade ein bisschen rötlicher, dunkler.
Kein Kommentar dazu. Gebe ich mir als Lidschattenbase schon mal so ein bisschen auf mein bewegliches Lid. Das Schöne bei Cosmetic for Less ist, ihr kriegt dort eigentlich alles, was ihr in der Drogerie bekommt. Und vor allen Dingen, und das ist das, was ich so an Cosmetic for Less liebe, ihr kriegt alles, was ihr auch nicht mehr in der Drogerie bekommt. Cosmetic for Less hat regelmäßig die Limited Editions von den Drogeriemarken Catrice und Essence und Love, glaube ich, auch. Wenn ihr eine Limited Edition im Laden vielleicht nicht mehr bekommen habt, schaut bei Cosmetic for Less vorbei. Es gibt eigentlich immer alles und wirklich zu den normalen Preisen super schneller Versand. Also teilweise habt ihr, wenn ihr bis, ich glaube, 14 Uhr bestellt, geht es am selben Tag auch noch raus. Und wenn ihr dann Glück habt, ist es am nächsten Tag auch schon da. Also immer, wenn ich da bestelle, und ich bestelle sehr, sehr viel bei Cosmetic for Less für meine Videos, weil ich es teilweise auch nicht schaffe, in den Laden zu gehen, habt ihr da immer alles. Wie sehe ich eigentlich aus? Ich blende mir das Ganze einmal kurz aus. Das soll jetzt auch wirklich hier wie so ein Lidschattenprimer sein. Ihr seht, wie extrem deckend dieser Concealer ist. Das soll jetzt nicht hier aussehen wie, ne? Das ist wurscht. Welche Palette benutzen wir denn? Benutzen wir die große oder benutzen wir die kleine? Kommt, die gebe ich euch. Wir benutzen die kleine von LA Girl hier. Das erinnert mich so ein bisschen an die Huda Beauty Paletten, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hole euch ein Stückchen näher ran. So seht ihr. Ob ihr das sehen wollt, ist die andere Frage, aber ihr seid auf jeden Fall schön nah dran. Ich mache das jetzt hier ja immer so, dass es ein bisschen wild aussieht und dann mache ich es ordentlich. Ich gehe als erstes mit einem flachen Pinsel, der ist jetzt von Ellie und BH, in dieses dunkle Lila und stempel mir das hier außen schon mal hin. Wie so ein V. Und dann in die Lidfalte rein. Das ist jetzt nicht so ein richtig, richtig dunkles Lila, sondern das ist eher so ein bisschen softer. Aber und lässt sich auch sehr gleichmäßig aufstempeln. Ihr könnt mir gerne mal eure Lieblingsprodukte von Cosmetic for Less in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich ja noch mal ein Video machen mit Produkten, die ihr mir empfohlen habt. Und dann teste ich das Ganze nochmal. Also, ihr seht, Farbe ist drauf, mega schnell und super pigmentiert. Ich blende die Farbe mit diesem Rosa hier aus. Ich lade den Pinsel gut auf, klopf ab und dann blende ich das hier einfach raus. Ich möchte so einen soften, recht alltagstauglichen Lila-Look mal schminken. Ich finde, Lila ist immer so eine Farbe, die wird immer so ein bisschen unterschätzt, vor allen Dingen im Alltag, weil die meisten lilanen Paletten halt so extrem, ja, die sehen so billig aus, die Looks manchmal. Und also nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und mit so soften Lila-Fliedertönen gibt es einfach auch im Winter finde ich jetzt einen schönen, natürlichen und frischen Farbklecks in den tristen Alltag. I stand. Und ich sehe nicht aus, als hätte ich eins aufs Auge bekommen. Farben lassen sich sehr gut miteinander verblenden. Ich finde, das ist mal schön, so nicht ganz so extrem dunkel. Ich gehe nochmal mit dem Lila rein. Eine Sache habe ich noch. Meine Produkte sind alle bei Cosmetic for Less. Also wenn ihr meinen Schwamm kaufen wollt, meine Seife, meine Lidschattenpalette mit Catrice sogar, ist auch da und ist auch vorrätig. Wir haben ja, das große Ziel war ja, dass es ja nicht zu der Situation nach dem Restock kommt, dass es wieder alles ausverkauft ist. Deswegen haben wir extra mehr gemacht und das findet ihr auch noch bei Cosmetic for Less. Also wenn ihr sie noch nicht bekommen habt, eure Chance ist da. Ich ziehe mir eine Cut Crease mit einem kleinen Pinsel und ich benutze jetzt mal hier diese Base. Die hat ja schon so Schimmer drin und ich lieb's, wenn das Pigment ist da und schaut euch mal diesen Reflex an. Ich wäre halt niemals auf die Idee gekommen, so ein Ding zu kaufen. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Und das als Grundlage ist sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt aber diese Palette hier, weil die ist einfach fantastisch. Ist wunderschön. Und gehe jetzt hier in den Ton rein. Und mache hier so einen leichten Übergang und gehe dann außen in die dunklere Farbe. Und habe so einen richtig schönen, soften, nicht so übertriebenen Look. Mein aktueller Lieblings-Make-up-Look ist einfach ein Tuch nehmen, hochziehen und sauber machen. Und ihr habt einen sehr, sehr einfachen, soften, rosanen, lilanen Look. Kommen wir zur Base, Freunde. Ich conceal mir hier einmal die Linie schon mal sauber, dass der Kontrast erhöht ist. Und das kann jetzt so bleiben. Ich möchte jetzt als erstes den hier benutzen. Den Onyx Primer. Black Gel-like Texture für, weiß ich nicht. Wow. Lady Gaga hat mal. Okay, Sekunde, stopp. Das ist ja. What?
Ich sehe aus, als hätte ich im Schlamm gespielt. Aber das ist ja verrückt, ne? Also erstmal, es blendet sich dann so ein bisschen klar aus. Ich habe wahrscheinlich auch so ein bisschen zu viel genommen. Aber der Effekt auf der Haut ist wunderschön. Okay, also es ist super, super leuchtend geworden. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel genommen, aber es hat einfach Spaß gemacht, das Ding zu benutzen. Zur Foundation, Freunde, das ist die Nagelneue Revolution Foundation. Das ist die Conceal and Glow Foundation. So eine wunderschöne Foundation habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Die trage ich im Moment jeden Tag. Ich benutze einen Schwamm, blende mir die einfach ein. Die ist so wunderschön. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen dunkler bin als üblich, sieht das jetzt auch ein bisschen verrückt aus, aber ich glaube, ihr könnt den Effekt auf meiner Haut erkennen, ne? Also, sie ist sehr glowy, aber nicht speckig. Das ist ganz verrückt. Erinnert mich so ein bisschen an die Dior Forever Skin Glow Foundation und so ein bisschen an die von Wet n Wild, die Dewy Foundation. Hält den ganzen Tag. Sie riecht nach Foundation, also sie ist nicht künstlich parfümiert und die Deckkraft ist Medium bis Full Coverage. Ich blende einmal schnell meinen Concealer ein, der andere von LA Girl ist ja ein bisschen zu hell. Also wenn ihr eine Glowy Foundation sucht, die nicht parfümiert ist, die sehr gut hält und die so nach ein paar Stunden auch dann wirklich glowy und frisch auf der Haut aussieht, ist das auf jeden Fall eine Foundation für euch. Ich liebe die. Okay, ich sehe völlig verrückt aus. I stan. Es gibt ein Puder von Revolution. Das ist das Conceal and Define Satin Matte Powder. Das ist eigentlich eine Powder Foundation. Packaging fühlt sich auch sehr schwer an. Hier ist ein Dings mit drin. Und ein. Also hier ist so ein Schwämmchen drin. Und das Puder. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Und setten damit das komplette Gesicht. Es fühlt sich extrem cremig an, ne? Ich nehme jetzt mal meinen Schwamm. Gehe hier rein. Und gehe hier unter den Augen lang und. Okay, Deckkraft ist auf jeden Fall da. Fenty bringt ja jetzt auch demnächst eine neue Puder-Foundation raus. Wow, ich sehe aus wie ein Clown. Aber Full Coverage ist am Start. Freunde, ich möchte ein neues Gesicht heute haben. Ich glaube, es hat geklappt. So, ich habe euch mal ein Stückchen weiter rausgezoomt. Aktuell nicht meine Farbe, aber. Es ist ein Sonnenbrand. Es ist in Ordnung. Ich habe einen Bronzer bekommen. Bahama Mama Bronzer. Das ist dieses Schätzchen hier. Und da gehen wir rein. Und hoffen, dass wir dieses Gesicht an diesen Hals an. Oh, okay. Oh, Sekunde. Ihr kennt mich, Freunde. Ich kriege alles immer hin. Alles. Catfish. Queen. Wow, okay. Also diese Puder-Foundation ist krass. Es sieht einfach so smooth unter den Augen aus. Gehe mit dem Produkt komplett übers Gesicht. Einfach um alles so ein bisschen anzupassen. Nase, Augen, Wangen und guess what? She's back und sieht. Es ist immer noch viel. Aber ich liebe die Farbe. Als Blush benutzen wir den Skin Glazing von Nabla. Ich liebe die. Die sehen einmal so aus und die haben richtig schön Ton, so einen Schimmerton mit drin. Das ist die Farbe Independence. Ich gehe hier rein und das setze ich mir hier hin. Und ihr seht sofort, oh, Touch of Color, so ein bisschen Glow ist mit drin. Gehe hier auch gleich so ein bisschen über die Stellen, die noch so ein bisschen zu hell sind. Also die Base ist Full Coverage. Ne? Man erkennt nicht mehr, dass ich darunter mal so aussah wie vorher. Ich finde fast, dass der Lidschattenlook dafür so ein bisschen zu soft ist. Aber wir sind Queen of Catfish. Es geht weiter, Freunde. Also das Puder hat mich völlig geflasht, weil das sieht halt extrem weich gezeichnet aus. Wir haben hier noch den Mary Luminizer. Das ist ein recht softer Highlighter, glaube ich. Sieht einmal so aus. So ein bisschen Champagnerfarben. Ich glaube, das war so der erste Highlighter gefühlt, der auf der Welt existiert hat. Oh nee, doch. Der ist nicht soft. Der ist sehr schön. Ah, seht da mal, diese Oldschool-Dinger, die kenne ich auch irgendwann mal. Kennt ihr den schon? Kanntet ihr den schon? Okay, wow. Wow. Freunde, eins meiner liebsten Produkte, die mit dabei waren, neben der Foundation, ist dieses Spray. Das ist das Goddess Glow Fixing Spray. Und jetzt wartet ab. Es riecht wie Vanillekipferl. Es sprüht so gut. Es riecht einfach eins zu eins wie meine Mutter. Es ist unglaublich. Wirklich. Ich habe das meiner Mutter gezeigt. Und so, seit wann hat St. Bart ein Gesichtsspray? Es ist ein neues Gesicht.
Und ich glaube, jetzt versteht ihr auch, warum ich so ein bisschen übertrieben habe mit trockenen Texturen wie Puder und so. So wie es jetzt aussieht, sieht das weiterhin aus. Also das ist extrem glowy. Das ist fast, ich finde es schon fast schöner auf dem Körper. Das hat aber sogar Niacinamid drin und Gurkenextrakt. Und die Haut sieht einfach so krass aus. Ihr seht, ihr wisst, ihr habt es ja gesehen, wie ich eben aussah, ne? Das ist wow. Für die Lippen benutze ich hier von Make-up Revolution Pro ein Liquid Lipstick. Okay, schönste Farbe. Okay, ich liebe die Farbe. Das ist kein Liquid Lipstick, das ist so ein Lipgloss. Dann trage ich einmal kurz Mascara auf. Lashes darf ich noch nicht aufgeben heute. Ich muss nämlich gleich zum Augenarzt. It's a lot, Freunde. It's a lot. Aber jedes Produkt an sich war wunderbar. Dieses Spray ist direkt in meine Jahresfavoriten gerutscht. Ich habe es ja auch, wie gesagt, schon getestet. Als ich mich gefragt habe, warum mein Gesicht so glowy ist, das war dieses Spray. Ich habe die Sachen ja hier schon bestimmt seit 3, 4 Wochen. Die Foundation, wunderschön. Die Lidschatten, soft, erwachsen, ein bisschen Frühling, ein bisschen Sommer. Ich liebe die Farbe auf den Lippen von Revolution. Das Foundation Puder hat so viel Deckkraft, dass ihr eigentlich gar keine Foundation brauchen würdet. Und wenn ihr dann mit diesem Spray rübergeht, look at that. Ihr wisst, wie ich vorher aussah. Richtig, richtig schön. Ich erkenne mich fast nicht wieder, weil meine Augen, meine Under-Eyes sind einfach nicht mehr existent und das ist das, was ich liebe. Vielen Dank an Cosmetic for Less, dass ihr mich regelmäßig mit meinen Videos unterstützt. Ich setze euch die Produkte, die ich verwendet habe, unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Produkte sucht, die ihr nicht mehr in der Drogerie findet oder ab und zu mal ein gutes Angebot ergattern möchtet. Schaut bei Cosmetic for Less vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!